Moin YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Fiverr-Video auf diesem Kanal. Sehr, sehr beliebt bei euch. Und zwar habe ich 5 Artists auf Fiverr angeschrieben und denen wirklich mit meinem Chat die größte Scheiße zusammengeschrieben und die gefragt, ob sie die für mich singen können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das Video war sehr teuer. Und jetzt let's go mit dem Video. Ich zeige euch eben kurz den ersten, den wir haben hier drin. Ich werde dein Metal-Sänger mit kraftvollen Growls und epischen Vocals. Was soll dieser bärtige Mann singen? Ich fände es ganz wichtig, wenn er irgendwie sowas singt, was irgendwie gar nicht zu ihm passt. Irgendwie sowas über den Klimawandel oder sowas. Irgendwas, was gar nicht passt, wenn du da Metal drauf singst. Fühlt ihr euch jemals wie eine Plastiktüte? Finde ich schon mal gut. Und dann soll er einfach laut schreien, ja. Erstmal ja. Hast du manchmal Eichhörnchen in der Hose? Ja. Und dann soll er nochmal schreiben, ja, nein, ja, Gurken sind ein gutes Lebensmittel, auch wenn sie verhältnismäßig viel Wasser einfach sind. Atomkraft, nein, nein. Okay, ich bin gespannt, ob die mir den Auftrag cancelt oder ob der es akzeptiert. Ah, please add the banging track you want me to work with. Ach so, ich muss den Track auch raussuchen. Ja, wollt ihr den hier oder wollt ihr den hier? Track könnte zum Beispiel... Oder dann kann er sagen, mit was er besser arbeiten kann. Okay, start order. So, dann haben wir die erste abgeschickt. Your order is now in the works, Leute. Als nächstes haben wir hier, es ist markiert als ein Muss. Okay, ich sehe, warum es markiert ist für ein Muss. I know it's hard to remember. When people used to be. Eine Engelsstimme. Hab einen guten Beat. Den finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob er ein Ticken zu laut ist, dass Tamino noch darauf singen kann. Wir machen Tamino zum Rapper. Finde ich auch gut. Wir geben ihm den Beat. Und jetzt brauchen wir nämlich einen guten, guten, guten Text, Leute. Einen englischen Song durch 10-mal Übersetzer. Wie wär's mit... Kiss Supreme. Zu schnell für die Kamera. Und dann einfach in Englisch. Bitch, I drive a baby car. Nach dem ersten Mal übersetzen macht es das zu Bitch und I drive a baby car. Und das jetzt wieder ins Deutsche. Schlampe, ich fahre ein Babyauto. Ja, Kinderwagen. Und das jetzt wieder in Spanisch. Und jetzt machen wir es von Spanisch in Chinesisch. Jetzt ist es nämlich gleich ganz spannend. Und jetzt machen wir das nochmal ein letztes Mal von Chinesisch in Deutsch wiederum. Schlampe, ich fahre einen Kinderwagen. Ah, ja. Deine Freundin wird definitiv am Arsch sein. Leider verfügt ihr Gerät über eine Fiat-Funktion. Ist geil. Ich find's toll. Die erste Hook, dann der mittlere Part und die zweite Hook. Ich glaube, so ist top. Dankeschön an Tamino. Hier haben wir einen Sänger mit einem Komplettpaket für 190 Euro. Never be the same. Oh mein Gott, der klingt richtig schön. Ich werde den auf jeden Fall komplette Scheiße singen lassen über, keine Ahnung, Periodenkrämpfe. Wenn wir das hier nehmen, dann kriegen wir sogar ein Video. Da würde ich sagen, passt der Wabab-Beat ganz geil. Gib mir 3 Themen, über die man normalerweise nicht singt. Atomkraft, Steuerhinterziehung und Waffenhandel. Schreibe mir einen Song über Steuerhinterziehung und Atomkraft. Im Schatten der Täuschung, im Dunkeln verborgen, da werden Spiele gespielt, Richtung ohne Sorgen, Steuerhinterziehung, ein heimliches Spiel. Die Reichen und Mächtigen, sie halten sich kühl. Das macht mir viel zu viel Sinn. Aber die Themen, die sie mir gegeben haben, finde ich schon mal sehr, sehr gut. Okay, what's the feeling you want to achieve? Melancholisch, gefühlsvoll. Etwas Schmerz. What do you think when listening to your instrumental pictures in your head? Was denken wir da so, Leute? An was denken wir? Und an was denken wir da so? Flöte wäre gut im Refrain. Und eine Triangel zum Starten des Songs. Am I allowed to change the melody of the vocal line if I feel like something else fits better? No. Hier wäre der Text. Es fängt leicht an. Im Schatten der Täuschung, in Dummel verborgen, da werden Spiele gespielt, Reichtum ohne Sorgen, Steuerhinterziehung, ein heimliches Spiel, die Reichen und Mächtigen, sie halten sich kühl. So, dann denkt er so, ja, okay, normale Order. Dann geht's aber weiter mit. Aber was viele nicht wissen, es ist nicht der Tritt in die Eier der Menschen
vor Schmerz weinen lässt. Es sind Periodenkrämpfe. Krämpfe, Periodenkrämpfe. Einmal im Monat muss man das als Frau erleben. Außer man ist schwanger. Aber da geht es einem nochmal schlechter. Dehnungsstreifen, oh, die sind auch okay. Und dann gehen wir nochmal abschließend mit. Und die Chöre singen für dich. Ich brauche Therapie oder ein wenig MDMA, in Klammern, keine Macht den Drogen. Gut, abgeschickt. Und das waren 190 Euro. Wir haben einen Rapper. Smoke ein Op und krieg ein Lungenriss. Ich habe das Gefühl, er würde auch ein Video für uns machen. 90 Sekunden haben wir hier. Hier wäre der Text plus Beat. Ja, der ist perfekt. Der ist perfekt. Schreib mir einen deutschen Rap-Text mit folgenden Themen. Zu gesundem und vor allem reifen Gemüse, Müttern, klimaneutrale Fortbewegungsmittel, der Brandordnung im Amazonas-Regenwald, die Brandrodung, ich dachte die neuen Ordnungen, und Schülerlotsen. Und das Wort ey. Wenn ich schon sehe, wie viele Ays da kommen, ist das schon perfekt. Wir nehmen den einfach, aber schreiben den dann noch ein bisschen um, okay, Chat? Wir schreiben den jetzt noch um. Vitaminbombe auf dem Teller, ich fühle mich fit mit frischen Lebensmitteln. Da gebe ich richtig Gas in einem Auto. Man muss es so ein bisschen awkward machen einfach, wisst ihr? Mit ihr seid krass, ihr seid mein Halt. Immer da, wenn es brennt. Wie zum Beispiel im Schritt. Mütter sind die Besten, das ist keine Kleinigkeit. So wie mein Schwanz. Fahrradwege sind mein Asphalt, meine Spur. Nachhaltige Mobilität, das ist meine Tour. Adlib. Tour de Frankreich. Schülerlotsen, immer im Einsatz, immer am Start. In Klammern Adlib. Ich gebe Gas. Also nachdem die Schüler lotsen, die Schüler über die Straße gebracht haben. Ihr haltet den Verkehr im Griff, ihr seid der Shit, so wie Scheiße. Ob das jetzt 90 Sekunden sind, Chat, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Und Start Order. Mal schauen, wie viele wir bekommen. Ja, das wird tatsächlich tricky noch. Sieht nicht aus wie, er sieht aus wie... Wir sind die Parsche aus Salzburg Stadt S8. Und unsere Gruppe gibt's länger als gedacht. Ich habe das Gefühl, wenn ich Colin hier fragen würde, ob er mir ein Musikvideo macht, dann wird er das auch machen. Chat, fühlt ihr das auch, dass es cool wäre, wenn Colin irgendwie über Schwänze singt? Ich weiß nicht, warum ich das so verbunden habe mit dem. Als Einstieg Mixo McCloud, was für ein Beat, fände ich so gut. Er soll das aber selber einfach einsprechen. DJ Khaled. Another one. Wollen wir ihn einfach ausschließlich Producer-Tags singen lassen? Young Mesh macht die 808. Kira on the phone. Brr, brr. Nein, aber dann zwischendrin auch sowas, was gar keinen Sinn macht, irgendwie so. I like small boobs. It's Britney, bitch. Es heißt Red. Ich brauche noch einen Beat, der basically die ganze Zeit nicht richtig startet, wisst ihr? So auf ganz unangenehm. Sicko Mode, but Beat never drops. Das ist gut. DJ Khaled. Mr. Worldwide. T-Pain. Metro. Ah, das geht schon, aber der Beat ist sehr präsent. Aber die Richtung ist sehr gut. Ey, lol, er schreibt, schaue gerade deinen Stream. Hab mega Bock drauf. Colin, du weißt noch nicht, was passiert mit dir. Colin, wir suchen gerade noch einen Beat für dich, nämlich. Ich glaube, so klingt die Hölle. Colin, bist du noch da? Willst du sonst einen Beat raussuchen, mit dem du das irgendwie schaffst, diese ganzen hässlichen Producer-Tags irgendwo reinzupacken? Bekomme ich bestimmt hin auch. Ist halt ein bisschen mehr Arbeit dann. Und ich finde, er soll noch so einen ganz kleinen Part haben, dass man denkt, dass er jetzt anfängt, aber dann fängt er doch nicht an, wisst ihr? Do you think that I dance like that? I dance like a giraffe. Ich kann auch Deutsch, denn das ist meine Muttersprache. Uga. Uga. Das Gute und das Schlechte ist, ich bin unfassbar gut darin, sinnlose Texte zu schreiben, weil das ist einfach, was ich, was raus aus meinem Kopf kommt, sobald ich dem Ganzen Freilauf gebe. Und absenden. Dann machen wir jetzt noch den für Gianni. Und zwar geben wir Gianni den hier. Und er rappt entweder darüber, wie unglaublich hart und schlimm das Leben ist, also so über Depressionen und so ein Shit, oder ausschließlich darüber, dass er Bitches
Können ja auch beides machen. Ich sitze im AMG, weil ich ficke gerne Mütter. So fängt's an. Vor allem deine. Denn sie hat geile Milchtüten. Ich habe so viel Geld, ich kann es nicht mehr alleine zählen. Und wäre ich Politiker, würden mich alle Bitches wählen. In Klammern Adlib. Vor allem deine. Ich bin reich und mein Dick ist lang. Ich bin groß und stark. Und ich sag, und das sag ich mit Confidence, denn heute ist Gegenteiltag. Lil Swiffer wieder am Start. Denn heute ist nicht Gegenteiltag. Weil wir sind ja wirklich Ficker. In Klammern, der wäre Mittwoch. Und es ist nicht Mittwoch. Meine Jungs und ich haben so viel Sex. Uns tut öfters abends der Penis weh. Ich war mal in Leipzig. Da hat jemand Klangschale gespielt. Aber das Einzige, was ich spiele, ist Strip-Poker und mit den Gefühlen deiner Bitch. Jetzt haben wir genug an bösen Lines. Aber das Ganze hat natürlich massive Folgen, denn eigentlich geht es mir schrecklich, meinen Homies auch. Wir weinen manchmal mehrere Tränen. Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. Okay, ich glaube, es reicht. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben 6 Order raus. Zusammen sind das, ich kann nicht genau rechnen, aber ich glaube, irgendwas um die 600 Euro. Wenn es ein YouTube-Video ist, dann genau so viel. So viel habe ich das Ganze gekostet. Ja, die Frage ist noch, ob noch ein paar Leute ablehnen oder ob alle Leute sagen, sie sind happy, also sie haben da Lust drauf. Das ist ja unfassbar. Dann sehen wir uns wieder, wenn die Songs da sind.